Hallo, ihr Lieben. Na, habt ihr mich vermisst? Es gab lange kein Trashy, aber ich sag's euch, wie es ist. Ihr seid nicht bereit dafür, wirklich. Ich bin's selber nicht, aber ich freue mich total. Wir haben hier ein Trashy, das ist so mega groß. Es ist einfach unglaublich. Das ist ein Trash-Paket, was ihr noch nicht gesehen habt, also jedenfalls noch nicht bei mir. Denn ich bin wieder mal in eine Gruppe gewandert, wo ich mich sehr drüber freue. Und zwar ist dieses Trash-Paket von der lieben Edda. Wie immer sind alle Mädels verlinkt, die in diesem Trash-Paket mitwirken. Es sind auch ein paar Mädels dabei, die selber keine Videos machen, die das einfach nur feiern und gerne dabei sind. Und ja, deswegen gibt es nicht von jedem Video. Aber die, die Videos machen, die machen selbstverständlich ein Video. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an, denn ich denke, das wird Spielfilmlänge. Wirklich. Ich mache keine Scherze. Es ist unglaublich gefüllt. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, ich bin so aufgeregt. Ja, das steht tatsächlich schon, heute ist Freitag, der 30. Und steht tatsächlich schon seit Montag bei mir. Ja, ich hatte in der Gruppe gelesen, dass er auf dem Weg zu mir ist, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass es das jetzt so schnell geht. Die Mädels haben sich extra, was heißt extra, aber ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil ich zwischendurch noch im Urlaub war. Und oh, ich freue mich. Juhu. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich weiß, ihr seid nicht bereit, aber oh, wir fangen jetzt an. Ja, genau. Die erste Tasche. Summer of Beauty. Puh, okay. Wahnsinn, das ist so Wahnsinn. Wir haben hier, ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe zu erzählen. Trash-Paket dürfte eigentlich für jeden klar sein jetzt mittlerweile, oder? Ich denke. Ja, ansonsten verlinkt sind alle. Genau. Ach so, vielleicht was ich, hätte ich aber am Ende nochmal gesagt, aber ich kann es ja jetzt gleich am Anfang sagen. Die nächste, die das Paket bekommt, ist Edda. Edda hat auch gestartet, das heißt, ich bin die Letzte im Bunde und Edda macht dann weiter. Ja, okay. Aber jetzt, here we go. Wir haben eine Mascara von Revolution. Lift and Define 5D Lash. Extra Dimension Mascara. Vielleicht. Ne? Also ich bin, heute bin ich irgendwie im Flow. Ich habe gerade ein Live-Video gemacht, habe diesen Look geschminkt. Ich wollte jetzt nicht so ein bisschen ohne euch gegenübertreten, deswegen heute mal wieder ein bisschen extra, extra, ihr wisst. Ja, okay. Dann haben wir von Riva Loves Me Matitude Long Lasting Lip Kit in der Farbe Simplicity. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Nude ist. Jawohl. Das geht weiter. Genau. Am Ende zeige ich euch dann, was ich alles behalte. Aber dadurch, dass das ja so gut gefüllt ist, denke ich, dass ich die Sachen, die auch vielleicht gehen, auch behalten werde. Aber wir machen das dann am Ende nochmal und dann wisst ihr Bescheid. Dann haben wir von NYX einen Slip Tease. Das ist auch eine geile Farbe, ne? Ich trage solche Farben eigentlich nicht. Dann haben wir von Josephine einen Lippenstift. Einen Lip-Tint, Lip-Lacquer, Lip-Power. In so einem Rot. Ah, ich kann euch vielleicht noch kurz erzählen. Zwischendurch war das Paket so groß und so schwer, dass eine von den Mädels das noch mal ein bisschen umpacken musste, beziehungsweise ein paar Sachen rausnehmen musste, weil es einfach zu gigantisch war.
Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Also Edda hat echt richtig, richtig einen reingehauen. Dann haben wir von Essence einen XXL Lipgloss und von L'Oreal einen Lip Paint. Das geht aber auch weiter. Dann haben wir von Orica einen Highlighter. Ich meine, den habe ich schon. Einen Highlighter von Catrice. Da weiß ich gerade gar nicht, ob ich den noch habe. Da ist auch noch zu. Da müsste ich vielleicht mal gucken. Von Alterra einen Blush. Auch der ist noch zu. Ich lege es mal an die Seite. Wir gucken dann mal. Einen Blush von Alterra. Das ist nicht ganz so meine Farbe. Ich bin eher so peachig im Moment unterwegs. Einen Lippenstift von Revlon. Und ein Highlighter von Downtown Paris. So, das darf schon mal weiter. Ich glaube, so viel Platz habe ich gar nicht auf meinem Tisch. Next. So. Okay. Vielleicht tue ich erstmal alles raus. Wir haben zwei Nagellacke von MAC. In so einem, das eine, also es ist beides so pink. Das eine hat noch so ein Shift. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die dürfen aber weiter. Einen so ein Pinsel. Von Rivage de Loup. Ein Augenbrauenstift. Farbe. Ich habe auch so ein Brünett. Nee. Eine Kette. Hier so ein Nagelset. Eine Feile. Ein Ohrstecker und ein Armband. Das. Dann haben wir hier drin von Flora Mare eine Rich Body Butter Ocean Skin Therapy Advanced. Hier so ein riesen Pottisch. Ihr wisst, ich creme mich nicht so gerne ein, deswegen der geht weiter. Nächste Tasche. Hier ist ein Stress Check Roll-On. Kann ich nichts mit anfangen. Dann haben wir von Douglas, nee, von Wonder2 ein Pigment in so einem Graublau mit Glitzer. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Eine Styling Brow Soap von Brow Atelier. Die vielleicht bei mir. Einen Longer, Better, Faster Longwear Gel Eyeliner von Douglas in Black Attack. Der bleibt auch bei mir. Ein Lidschatten von Sandstone. Diesen Freckle Pen habe ich selber. Und ein Jeffrey Lippenstift in der Farbe Baby Daddy. Und jetzt ist die Frage. Werde ich den jemals tragen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube nicht. Ich würde ihn gerne behalten, aber ich glaube, ich werde ihn nie benutzen. Es ist einfach nicht meine Farbe. Oh, mein Herz blutet. Aber es bringt ja nichts. So. Ich mag Jacobs-Täschchen. Oh mein Gott. Wahnsinn, ihr seid doch des Wahnsinns, wirklich.
Oh Gott. Okay. Einen Lippstift. Ein Lippstift. Ne, ihr wisst, ein Lippstift. Lippenstift von L'Oreal. Red Passion. Einen Radiant Lights Eyeliner von Trend It Up. Der bleibt vielleicht bei mir. Eine Eyeshadow Base von Essence. Eine Starry Sky Mascara Topper. Yes. Yes. Ein Riva Loves Me Eyeliner Wing Stamp. Yes. Von IQ Cosmetics ein Concealer. Ivory. Ja, warum nicht? Warum nicht? Hier haben wir Lash and Brow Gel Mascara in Silber. Yes. Mein Gott. Von Duce eine Mini Mascara. Darf weiter. Von Cosart eine Black Mascara. Super Fine Eyeliner Pen von Essence in Waterproof. Da kann ich tatsächlich gleich gucken. Nee. Dann yes. Sie ob es dabei bleibt. Ich habe schon so viel. Von Love. Smoky Affair Dramatic Eyeliner, also so ein Kajal. Hier ist noch ein. Ah, ne, das ist so ein Eyeshadow Stick. Können wir ja mal aufmachen. Sowas benutze ich fast gar nicht. Oh mein Gott! Kat Von D. Liquid Lipstick. Oh mein Gott, bitte lass es. Mein Gott, ja. Oh mein Gott. Wer hat den aussortiert und hast du noch mehr? Ich nehme es. Ich danke dir dafür. Oh mein Gott. Wie geil. Mein erster Kit von dir. Ico Black Magic Liquid Eyeliner. Auch interessant, ne? Aber ich habe schon den von Essence. Ich weiß nicht. Von L'Oreal noch einen Lippenstift. Perfect Red. Von MAC. Die Farbe. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, wirklich. Das ist Bust Out. Retro Matte Liquid Lip Color. Ich kann schon gar nicht mehr reden, ey. Ich habe tatsächlich einen von MAC. Wenn ich. Wo ist er? Den habe ich mir mal gekauft. Ah, das ist Powder Kiss. Und. Ich mag den nicht, aber die Farbe. Nee. Dann haben wir hier. Ein Augenbrauenprodukt von Ike Muse Cosmetics. Okay. Die Farbe passt ja nicht so richtig. Ne? Man weiß ja aber nicht, wie sich das, wenn es trocknet. Das ist ja der flüssige Zustand. Vielleicht. Und dann haben wir hier noch von Asam. Ein Glow Serum, also ein Highlighter. Visible Fresh Radiant Glow. Hm.
Aber ich denke, der, oder? Ach Gott, ich weiß nicht. Ich lege es mal zur Seite, ich weiß es nicht. Wisst ihr noch, wie breit diese Tasche war? Abbruch, wirklich Abbruch. Hier ist so eine Blautasche. Da sind drin Stifte. So Stifte. Glitterbrush Marker. Aber die sind, glaube ich, zum Basteln oder so, ne? Water-based Ink. Sind die? Ich glaube, die sind zum Basteln, oder? Das ist das. Dann haben wir das. Oh, wie süß ist diese Tasche, bitte. Oh, ich möchte diese Tasche behalten. Das ist die perfekte Pausentasche. Ist da ein Zettel drin? Kein Zettel. Oh. Da sind ganz viele Masken drin. Von Douglas. Hydrating Mask. Eine Reismaske. Eine Kollagenmaske. Ah, hier, die habe ich heute gekauft. Aloe Vera. Eine Creme. Nose Strip. Eine Balea Waffeltime Tuchmaske. Oh, das klingt interessant. Die habe ich selber. Lippenpflege. Augenmaske. Oh, hier ist was mit Glitzer. Peel off. Shine like a diamond. Oh, wie cool. Hyaluronmaske. Peel-off-Maske. Oh, ich stehe auf Peel-off-Masken. Face Sheet. Die habe ich. Die habe ich. Und das ist A New Pollution Protect Fresh Black Sheet Mask. Oh, wie geht denn das? Aber man muss wahrscheinlich hier oben ist dieses Tuch drin. Dann muss das hier runter und dann wird es gemixt. Das ist ja interessant, aber das geht weiter. Man kann nie genug Masken haben. Ich habe jetzt so viele Masken gekauft für die Mädels. Aber die Tasche. Oh, ich möchte die Tasche bitte behalten. Wie süß. So, dann haben wir hier haben wir noch ein Mini-Häkelset. Wie süß. Aber sowas mache ich leider nicht. Dann haben wir hier. Was ist da drin? Oh. Parfümproben. Die Katze nimmt schon wieder das Füllmaterial auseinander. Chloe. Oh, Chloe riecht gut. Chloe riecht gut. Hugo Boss. Oh, Hugo Boss riecht auch gut. Guerlain. Das ist nicht so meins. La Vie est Belle war auch nicht so meins. Ich habe es, glaube ich, irgendwann mal rausgenommen, aber das auch nicht. Und Jardin Bohème. Man kann es nicht riechen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Parfümpröbchen habe. Muss ich mal gucken. Ich guck mal. Also das war das. Wir haben noch nicht mal die oberste Schicht geschafft, Freunde. Oh, die Tasche ist toll. Die perfekte Urlaubstasche. Bitte, Katze. Das ist schon so viel, mein Gott. Wimpern von BH Cosmetics. Ein Lidschatten von Unique. Unique. Von Rainbow. Ein Aloe Vera Hyaluron Serum.
von Kuishi ein Tropical Scrub, eine Collagen Youth Anti-Age Day Cream von Douglas. Oh, das klingt auch interessant. Ich gehe halt echt, also ich gehe wirklich so selten zu Douglas. Schaut so aus. Aber ich habe meine Tagespflege. Dann haben wir von Aqua Colonia ein Shower Gel. Ein Real Technique Sculpting Brush. Yes! Yes! Mädels, wer hat den reingetan? Mädels, man kann nicht genug Pinsel haben, wirklich. Dann eine Handcreme von Vandini. Ich hatte jetzt mal ein Duschgel davon. Das habe ich leider nicht vertragen. Ich kriege dann immer Ausschlag. Ich habe wirklich ein Duschgel. Lass es mal zwei oder drei sein, die ich vertrage, aber alles andere geht nicht mehr. Ein Parfüm, Bonbon, Sweet Candy. Das ist nicht mein Duft. Eine Mascara von L'Oreal, Million Lashes. Von Huygens ein Body Scrub. Von Cicea, Living Colorfully, Color Mascara. Color Mascara. Color Mascara. Aber man weiß nicht, welche Farbe. Darf ich das aufmachen? Das ist so glitzerig, so silber. Yes. 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 Dann haben wir hier My Label Box. Armbänder. Ah ja, Armbänder und eine Kette. Die Kette sieht so aus. Das Armband ist so pink, glaube ich. Das lasse ich aber mal drin. Eine Lippenpflege von Balea. Ein Sleeping Mask von James Reid. Hugo träumt schlecht, falls ihr es hört. Beauty Kitchen Quick Fix Moisture Mask. Okay. Ein Nagellack. Das ist von L'Oreal. Ein Lip Liner in der Farbe. Confidential. Sowas benutze ich auch überhaupt gar nicht. Lip Liner. Ein Lidschatten von Alverde. Ein Deo. Nothing. Irgendjemand hat gesagt, das macht auch nothing. Deswegen brauche ich es nicht probieren. Ein Hair Elixier. Oh, was ist ein Stammzellenserum? Oh, Entschuldigung. Intensive Verbesserung und Regeneration der Haut. Morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen und sanft einmassieren. Okay. Schaut so aus. Lasse ich weitergehen. Malu Wilz. Ein Bronzer. Da bin ich ja immer dabei. Yes. Oh, hier geht das Zettelchen ab. Eine Tagescreme von Ren. Eine Handcreme. Mind Hand. Oder?
Nee, das ist ein so ein Gesichtswaschdings, also so ein, sag mal schnell, so ein Waschgel. Das ist ein Cleansing and Purifying Black Gel. Oh, das sieht auch interessant aus. Okay, das nehme ich mir mal raus. Ich bin ja auch so für so Black Mask und so. Mag ich voll. Tisch ist voll. Jetzt haben wir die Otti-Tasche. Die war perfekt für den Urlaub. Mädels, wem gehört die Tasche? Braucht ihr die noch? Oh, da kann man alles sehen, was man drin hat. Wie cool. Okay. Kali Plus. Green Tea Spinach. Spinach? Spinach? Vitamins, Superfood Glänzer, Face Wash. Oh, mit Pumpspender extra. Wie cool ist das bitte? Wie cool ist das bitte? Das ist bestimmt voll teuer. Das behalte ich. Oh, das riecht doch voll gut. Superfood Glänzer, Youth to the People. Ist auch so ein Glasding, das nehme ich raus. Das ist super schwer. True Beauty is in Unity. Okay. 100% vegan, no animal testing, made in California. Skincare for all. Perfekt! Gott, das ist heute echt der Abriss. Der Abriss des Jahrhunderts. Self-Tanning Foam. Bondi Sands. Ein Deo. Was haben wir hier? Eine Glättungscreme für geschmeidiges, glatteres Haar. Davon habe ich tatsächlich das Entwirrungsserum. Das liebe ich. Glättungscreme, ja, ich habe schon lockiges Haar, aber. Glatteres Haar ohne Glätteisen. Von solchen Produkten noch nicht wirklich überzeugt. Mit einer Rund- oder Paddelbürste föhnen. Feuchte Haar auftragen, das Haar anschließend glatt föhnen. Ah, ich weiß nicht. Blow-Dry-Glättungscreme. Nee. Bilou Repair Spray für die Haare. Repariert deine Haare, pflegt bis in die Spitzen. Nee. Dann haben wir eine Intensivaufbaukur. Ein Micellenwasser von Alverde. Ein Make-up-Remover-Spray. Wie cool ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Von Revolution. We can try that. Ein Abri-Shampoo. Pink Paradise. Ageless Day Cream mit Vitamin C, Ginger, Lily, Root Extract. Extract. Anti-Age Day Cream. For all skin types. Was ist das? Von Rodial. Retinol Resurfacing Pads. Okay. Dann haben wir hier All-in-One Milk. Irgendeine Pflege. Irgendwo ist das Buchsel. Ach, hier ist das Buchsel abgegangen. Okay.
Und dann haben wir noch ein Nutri-Color 3-in-1 Cream von Revlon. Oh, die Tasche. Wie cool wäre die für einen Urlaub? Vielleicht darf ich mir die rausnehmen. Ich muss dann mal die Gruppe schreiben. Wie cool wäre die bitte? Und im Moment braucht die ja niemand, weil die ja hier drin ist. Guck mal, wie viel ich rausgenommen habe. Kann ich jetzt hier diese Bodybutter mit reintun? Ich frage die Mädels dann mal. Oh Gott, ich habe schon so viel rausgenommen. Du Scheiße. Oh, Entschuldigung. Ich muss mal kurz hier umdingsen. Ich habe euch gesagt, es wird Spielfilmlänge. Oh. Hier ist noch ein Karton. Oh Himmel. Oh Gott. Von Essence. Hello Good Stuff Face Primer. Von Ren. Ready Steady Glow. Daily AHA Tonic. Hyaluron Hanföl. Von NYX Very Rose. Very Rose. Ein Make-up Remover. Von Yves Rocher eine Body Lotion. Wahnsinn. Von La Roche ein Deo Stick. Eine Sleeping Mask. Flora Mare, ein Face Serum. Hatten wir nicht vorhin so ein Serum? Ich habe es schon wieder vergessen. Beruhigend, ausgleichend, reparierend. Hatten wir nicht so ein Serum für uns gerade? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ein anderes ist, ach, das dieses Stammzellendings, ja. Ah, Mensch, jetzt ist aber wieder hier. Eignet sich optimal zum Ausgleich und Beruhigung der gestressten Haut. Ein pflanzlicher Wirkstoffkomplex bringt irritierte Haut wieder ins Gleichgewicht. Es hilft, Rötung und Irritation zu mindern. Okay, das wäre eher was für mich. Oh Gott. Leute, das ist von Avon eine Bodylotion. Von Lancôme eine Bodylotion. Ah, Mädels, ihr habt es alle nicht so mit eingreben, ne? Willkommen im Club. Ein Serum von Physicians Formula. Ich kann heute auch irgendwie nicht so richtig sprechen, ne? Ihr merkt das. Hier haben wir Ampullen und. Oh, das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Oh. Da ist tatsächlich eine zu Bruch gegangen. Die werde ich dann mal entsorgen. Also die eine, ne? Die andere packe ich wieder rein, aber die kaputte mache ich mal raus und dann schaue ich mal, wie ich das verpacke. Dann haben wir von Weleda eine Skin Food Body Butter. Ich zeige es euch mal, aber auch das ist mega interessant, aber ich benutze sowas halt einfach nicht. Von Garnier eine BB Cream. Vielleicht. Vielleicht. Cleansing Foam von Anna Jahrke. Dewy Glow Jelly Cream. With Cherry Blossom. Okay. Von Innisfree. 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 Ein Lippenpeeling von Essence, ja, das kann ich gebrauchen. Ein Glancing Balm von Moringa. Ein Lidschatten von Collister. Müsste ein Lidschatten sein. Ich kriege es gar nicht auf. Ach so, geht's auf. Hier so ein Silber.
Dr. Eve, ein Night Moisturizer, eine Lippenpflege von Essence. Oh, wie süß ist das bitte, so eine kleine Muschel. Und dann haben wir hier noch einen Bronzer von L'Oreal. Yes, Bronzer. Love Bronzer. Und dann haben wir hier noch eine Palette von Revolution. Revolution. Die hier, die habe ich glaube ich auch. Oder hatte ich mal. Die ist auch neu hier. Genau, die darf aber gerne weiter wandern. Denn ich habe es ja nicht so mit Nude. So, okay. Dann packe ich das wieder hier rein. Ich muss dann mal gucken mit den Lidschatten und so, dass ich das mal woanders reinpacke. Weil mit diesen vielen Fläschchen und Döschen und dem Transport könnte es sein, dass das ein oder andere die Reise nicht überleben wird. Deswegen, das mache ich aber dann später. Jetzt haben wir noch 3 Boxen. Okay. Hier ist noch ein... Ach, hier zu diesem Selbstbräunen noch der passende Handschuh. Und jetzt haben wir hier noch eine Glossy Box. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich bin völlig fertig. Völlig fertig. Hier haben wir so ein Glancing Pad. Auch ganz weiß, ne? Den nehme ich mir auch mal aus. Dann von Gatsby, Oh My Nude, eine Foundation. Die nehme ich mir raus. Von Bourjois eine Foundation. Das steht hier die 05. Die wird sehr dunkel sein. Cleaning Blotting Paper. Interessant. Sei dein Fels in der Brandung. Gelassenheitskarten. Okay. Von Cure Clean. Oh, so ein Puder. Yes. Von Nude by Nature eine Powder Foundation. Das ist tatsächlich nichts für mich. Ein Körperöl oder sowas. Den Perfecto Primer von Catrice, den habe ich selber. Was ist das denn? Weightless Tinted Moisturizer, getönte Feuchtigkeitspflege. Lichtschutzfaktor 25, Sunny Skin. Warum nicht? Ach hier, das ist so ein Massage-Beauty-Tool. Okay. Sieht ja aus wie so ein Spatel zum Auftragen von irgendeiner Creme. Aber... wenn es das sagt, wird es das sein. Dann haben wir eine Kette. Eine BB-Cream von Nivea. Probiere ich auch gerne aus. Ein Liquid Lipstick von L'Oreal. Und eine Zahnbürste. Okay. Vielleicht werde ich dann die Lidschatten in diese kleine Box hier tun. Das ist, glaube ich, ganz gut. Genau. Ich mache das später. So. Jetzt haben wir noch eine große Box und eine kleinere Box. Oh, ich hoffe, das kippt nicht um. Wir nehmen mal die große Box zuerst. Ach, ja. Mein Bauch. Mein Bauch kippt. Ich habe... Oh Gott. Mädels, ihr seid echt... Oh Gott. Okay. Hier haben wir von My Little Box ein Tuch. Ein Tuch. Ein Tuch. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn ich einen Zopf habe, das so drum wickeln und dann gucken hinten so die Dings raus.
Wie süß ist das? Okay. Ich bin heute im Flow. Ich bin heute richtig im Flow. Ich bin heute. Ich behalte alles, was mir gefällt. Oh Mann. Augenbrauenpomade von Alverde. Die Farbe. Chocolate. Man kann es ja mal ausprobieren. Dann haben wir von Pixie ein, was ist das? Blush Duo, Peach and Honey. Okay, das ist in meinem Fall eher ein Highlighter, deswegen lasse ich den drin. Ich will hier auch nicht alles rausnehmen jetzt. Da fühle ich mich ein bisschen schlecht. Okay, hier sind einzelne Lidschatten. Also werde ich es wahrscheinlich dann hier rein mitpacken. Das ist alles relativ fest eingepackt. Wir haben einzelne Lidschatten. Das ist eigentlich nicht so mein Ding, aber wir lassen alles offen heute. Von L'Oreal. Genau. Die dürfen aber weiter. Von Manhattan eine kleine Palette. Von Urban Decay diesen lilan, den habe ich tatsächlich auch. Und von Elf diese Mini-Palette. Die ist ja voll süß. Der einzige Ton, der mich anspricht, ist dieses Mintgrün, aber das bringt halt nichts. Deswegen kommt die wieder rein. Im Falle, die möchte keiner haben, würde ich die gerne nehmen. Wenn sie keiner haben will, nehme ich sie halt. Ich opfer mich. Ganz uneigennützig. So. Ey Leute, wir haben schon 42 Minuten, oh mein Gott. Vielleicht hätte ich sagen sollen, ihr müsst euch einen Kaffee holen oder so. So, von Sephora eine Palette. Diese hier. Auch voll schön, aber das ist halt nicht bunt genug für mich. Von L'Esplash. Diese Palette, das ist auch schon, die ist auch schon am Bröckeln. Das ist tatsächlich nicht so gut. Da werde ich mal ein Tuch reinlegen. Dann haben wir von BH Cosmetics Galaxy Chic. Voll schön. Aber auch die darf weiter. Hier ist so ein Tuch drin. Von Essence. Blooming Bright. Das sind so voll meine Farben. Auch die darf weiter. Meine Stimme macht schon einen Abgang. Catrice Basic Bay. Ist tatsächlich basic. Von Luvia. Nein. Rival de Loop Fairy Lights. Oder? Nein. Ivotion Extended Coral Edition. Die habe ich, glaube ich, auch. Ich glaube, ich habe die. Dann von Catrice. Die Nudes. Die ist sogar neu. Und die Lavender sind solide Paletten, da kann man nichts falsch machen. Dann haben wir noch diese von der Rival de Loop Starry Sky. Da hatten wir vor uns auch irgendwas. Ach, hier diese Mascara da. Eyeshadow Palette. Genau. Dann haben wir von Catrice Bronze Away to Panama. Mädels, von dieser Palette habe ich
Also way to Costa Rica. Ne, das ist so eine Face-Palette. Im Falle, irgendjemand von euch hat diese Palette. Ich hätte sie gerne wirklich. Ich liebe die. Und ich habe den. Ich glaube, man sieht das nicht richtig. Ne? Hier ist so eine Kuhle drin. Ich habe so Angst. Wenn das alle ist. Also wenn die jemand hat, ich würde sie gerne nehmen. Catrice Crystallized Rose Quartz. Diese. Und Douglas Festive Nudes. So. Erinnert mich an die zu Eva Paletten. Und dann haben wir hier von Luvia noch eine Eyeshadow Palette. Die ist. Da muss ich mal ganz kurz das Dingsel abmachen hier. Damit wir sehen. Ah, hier. So ein Duo einfach. Genau. Genau. Ups. Ist der Kleber hier reingegangen? Oh mein Gott. Mein Gott. So. Okay. Das ist das. Und dann haben wir noch eins. Und dann kann ich euch mal den Karton zeigen, bevor wir das. Ach, das ist die Goodie Box. Weiß ich gar nicht, ob wir die Goodie Box zeigen. Dieser Karton hier. Seht ihr das? Ihr könnt es nicht erahnen, wie groß der ist. Ich weiß gar nicht. Dürfen wir die Goodie Box zeigen? Ich guck mal fix rein. Ich würde jetzt sagen, ich zeige sie euch nicht. Die ist unter anderem, also Edda hat ja das Paket gestartet. Und hier ist eine Karte von Edda drin. Okay. Hier sind so Badesachen drin, wenn ich es richtig verstanden habe. Ganz viel Süßkram. Was ist denn hier? Hier ist Schoki. Nimm zwei. Ich brauche jetzt mal nimm zwei wirklich auf den Schreck. Muss ich mal jetzt hier nimm zwei helfen. Oh, mit Brause. Das ist von Steffi. Hier sind Lollis und Ampullen drin. Das war eine doofe Idee. Ganz viele verschiedene. Und halt, ja, Lollis. OBVB-Lollis sind cool. Da gucke ich dann mal in Ruhe. Weil mit Ampullen kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Dann haben wir. Oh, wie unhöflich ist das bitte? Wartet mal kurz. Mal kurz, wer der ist. Oh. Oh, sauer. Oh. Wie sauer kann das sein, bitte? Okay. Von Kneipp ein. Badekristall-Dings. Für die Wanne. Bin gerade total. Balea. Antifalten-Nachtcreme. Von Nutris. Hier so Conditioner. Also, ich wollte es euch eigentlich gar nicht zeigen. Na, jetzt ist es zu spät. I'm sorry. Ein Shampoo.
eine Nachtcreme, Nagellack, Correction Cream für Falten, eine Super Bounce Mask, Glow and Plump, okay, und von Love einen Liquid Lipstick. Und dann hier noch so Peel-Off-Masken. Das ist von Doris. Okay, ich nehme mal hier diese Falten-Dings raus. Ach, hier ist noch so ein von Alverde ein Lipstick. So, dann nehme ich mir eine Maske. Genau. So, die Süßigkeiten gehen da rein. Ich werde dann auch noch was reinfüllen. Und bei den Ampullen. Wollen wir schnell noch bei den Ampullen gucken? Ich meine, wir sind eh bei 51 Minuten. Da kommt es jetzt auf die 2-3 Minuten auch nicht drauf an, oder? Auf jeden Fall nehme ich mir einen Apfellolli. So, wir haben hier lilane Ampullen. Hier steht aber, glaube ich, nicht drauf, für was welche ist. Also, wir haben 2 lilane. Wir haben 4 Ocean Caviar. Wir haben 2 Oyesh Lifting Treatment Hyaluron, da steht es drauf. Und wir haben Aloe Vera. Ich würde mal diese. Ich nehme diese Hyaluron-Dings mal. Genau, ich glaube, das werde ich auch nochmal einpacken, weil das ist mir zu heiß hier mit den einzelnen Ampullen, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen, obwohl es in der Box ist, aber das ist mir ein bisschen zu heiß. So, genau, das sind Goodies. Die packe ich mal hier rüber. Also Mädels, vielen Dank für die Goodies. Nicht, dass ich hier noch vergesse, Danke zu sagen. Mensch, mit der Aufregung. Okay. So. Ich möchte eigentlich gar nicht durchzählen, weil das ist. Das wird noch gedingst. Oh Gott. Okay. Aber Edda hat gesagt, ich soll mir viel rausnehmen. Ah, nee. Ich werde mich jetzt nicht rechtfertigen. Wenn ihr so tolle Sachen reintut, muss ich auch tolle Sachen rausnehmen. So. Okay, aber es ist echt viel. Also das ist, glaube ich, mein Rekord hier. Das ist Wahnsinn. So, die Parfüm-Dings sehe ich mal als Goodies mit an, würde ich sagen. Die Masken fülle ich wieder auf, deswegen zähle ich die nicht mit. Okay, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Produkte, die ich rausnehme. Ist es zu fassen? Ist es zu fassen? Gut, es sind noch viele kleine Sachen dabei, ne? Aber ja, und ich würde sagen, das behalte ich auch alles. Ja, ich packe nichts mehr zurück. Also,
Ne, ich fülle es auf, aber die Sachen, die ich hier habe, die behalte ich jetzt. Das wären einmal dieses Waschgel, dieses Superfood-Cleanser, dieses Make-up-Remover-Spray. Das werde ich dann gleich mal ausprobieren. Dieses Waschgel in Schwarz. Dieses Serum von Flora Mare. Das könnte ich eigentlich gleich mal noch schnell aufmachen. Euch mal den Flakon zeigen. Flora Mare habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht gehört. Es gehört bestimmt zu irgendeinem. Das sieht so hochwertig aus. Die Verpackung und so. Ah, hier, ja. Das ist so was Milchiges. Gefällt mir eher. Okay. Und Mädels, ich sag's mal so, man probiert ja die Sachen aus und wenn die nichts sind, dann packe ich das halt wieder rein. Ne? Das ist ja jetzt nicht das Ding. Dann haben wir hier diese getönte Tagesfeuchtigkeitspflege. Dann haben wir die Foundation von Got2b und die zwei BB-Creams. Ich gehe davon aus, dass die BB-Creams wieder reingehen, weil ich denke, dass die Deckkraft für mich nicht ausreichen wird, aber ich möchte es gerne mal ausprobieren. Dann dieses lose Puder, die zwei Bronzer, der Highlighter und der Blush, die Brow Soap, das Lippenpeeling, das Emma Sun Glow Serum. Jetzt kann ich es ja aufmachen. Mal zum Schauen. Diamond Glow. Ich befürchte, dass das dunkel ist. Mal gucken mal. Ich probiere es. Nee, das ist was Helles. Okay, das ist eher so. Oh, das riecht so gut. Das ist wirklich was ganz Zartes. Und dann den Highlighter drauf. Der war auch noch zu, ne? Ich nehme mal einen von mir. Stand irgendwas mit. Man kann es akzentuieren mit dem eigenen. Ja, und dann scheint es so schön. Ja, das gefällt mir. Okay, also das Dings, ne? Der Pinsel. Das wunderschöne Tuch. Dieses Waschhandschuh-Dings. Der Eyeliner, die Augenbrauenpomade. Bei der Pomade muss ich mal gucken. Wenn die Farbe nicht passt, geht es auch wieder rein. Die Mascara. Nee, die Mascara packe ich wieder zurück. Weil ich meine Mascara habe, die ich immer benutze und deswegen darf sich jemand anders gerne daran erfreuen. Das wäre Blödsinn, die rauszunehmen, weil ich genau weiß, dass die mich nicht happy machen wird. Also die kommt wieder zurück. Genau. Wir wollen ja mal ne, nicht übertreiben. So, diese Color Mascara. Dieser wunderschöne Lippenstift. Oh, ich würde ihn gerne auftragen, aber vielleicht im nächsten Video trage ich ihn mal auf. Dieser Stamp. Genau, den Stamp. Ach so, es gibt quasi zwei Seiten. Einmal hier und einmal hier. Wie cool bitte ist das? Wie cool ist das bitte? Wow, geil. Concealer. Dieser Mascara-Topper. Das andere Augenbrauen-Produkt. Der Eyeliner. Der Eyeliner und der andere Topper für die Mascara. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und wir sind bei 60 Minuten.
60 Minuten. Das ist, glaube ich, das längste Video, was ich habe. Ja, auf jeden Fall, liebe Edda, danke für dieses Wahnsinnspaket. Danke an die Mädels, die diese Wahnsinnssachen reingetan haben. Ich freue mich jetzt noch mehr auf die nächste Runde. Es wird ein bisschen dauern, aber ich freue mich echt so krass. Wie groß kann ein Paket noch werden? Und Edda so, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mega Sachen gefunden. Wirklich mega Sachen. Ich freue mich. Ich bin echt happy. Das ist mein neuer Rekord. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, welche Sachen ihr auch genommen hättet oder was ihr nicht genommen hättet. Das würde mich mal interessieren. Und ich werde jetzt den Mädels ein Foto schicken, was ich rausgenommen habe. Und werde wegen der geilen Kosmetiktasche und dem geilen Säckchen fragen. Oh, wie süß ist das? Das ist meine Farbe. Oh, ich habe Schluck auf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und wenn ihr schon eher was von mir sehen wollt, dann könnt ihr bei meinen Shorts durchscrollen. Jeden Tag gibt es neue Shorts. Also da seht ihr mich eher als jetzt hier im richtigen Video. Mal gucken. Ich werde mal versuchen, öfter mal einen Livestream zu machen oder so. Ich versuche auch daran zu denken, dass ich das poste, damit das keiner verpasst. Und ja, ich werde jetzt die Sachen wieder schön zusammenpacken. Dann werde ich großzügig auffüllen. Und dann geht das Paket, ich denke, Anfang nächste Woche zur lieben Edda. Und da könnt ihr dann schauen, was sich in dem Paket Neues befindet. Und ja, genau. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und schönes Wochenende. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut.